Hallo miteinander, willkommen auf meinem Kanal. Kommt mit und sind dabei bei dieser Velotour. Richtig viel. Für alle die, die eine Abkühlung brauchen, wenn es läuft, kann man hier eine holen. Da hinten befinden sich die Wandertafeln von Delémont. Hier habt ihr jede Menge Möglichkeiten zum Einkaufen, zum etwas essen und trinken, was auch immer ihr gerne möchtet. Ich hole mir jetzt Mittag, ist schon bald Mittagszeit. Dann kommen wir mal in den ersten Kreisel. Hervorragend. Bereits auch schon ausgeschildert, gerade ausfahren. Dass es Mittagszeit ist. Es hat einen Haufen Verkehr. Geradeaus heisst es da hinten. Ja, ich bin nicht so schnell. Oh. Velofahren im Kreisel in der Mitte. Blockieren und erst dann zeigen, wo ihr raus wollt. So lernt man das. Für die Leute, die es nicht wissen, die wissen es jetzt. Es war keine Belehrung, einfach eine Information. Und da ist schon der nächste Kreisel. Er hat allerdings zwei Spuren, da weiss man genau, wo man einspuren muss. Wenn man nicht gerade wie der mit drüber fährt. Naja, für das hat es Linie am Boden. Ich möchte sie erwähnen, habe es mir fast vergessen. Es ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich hier beim Kreisverkehr bin. Und dort steht geradeaus fahren, aber was ist geradeaus? Wenn das eine Strasse leicht rechts geht und die andere leicht links geht, ist immer schwierig zu entscheiden, was geradeaus ist. Also müsst ihr davon ausgehen, es wäre kein Kreisel hier, dann wäre das andere rechts abbiegen. Demzufolge bedeutet das, wenn ihr nichts seht, abgesehen davon, dass es an der Tafel seht, fahrt ihr einfach geradeaus. Wie es aussieht, kommen wir langsam aus dem Stadtgetümmel raus. Wir sind gerade an einer Wandertafel vorbei und nachgefahren. In dieser Region hinten hier im Jura viel Steinbrüche zu geben. In der vorigen Etappe war auch schon einer, nur ein bisschen weiter oben. Und hier ist jetzt wieder einer. Direkt neben dem Steinbruch hat es so eine Hütte. Ganz spannend hier. Da gibt es irgend so ein Gerät. Das habe ich auch schon einmal irgendwo richtig los an unten gesehen. Wo ins Wasser runtergeht. Und dann im Rechen entlang. Und quasi den Rechen frei macht für das grobe Material rausholen. Und da vorne hat es eine schöne. Ja, Stau. Kleines Stauwerk, könnte man sagen. He? Ja, jetzt konnte ich euch ein bisschen etwas von oben zeigen. Das hat richtig lässig ausgesehen dort.
hat auch überall Wasser auf der Seite. Aber irgendwie habe ich noch keinen Platz gefunden. Ist die ganze Zeit an der Strasse. Zum Pause machen, zum etwas essen. Auch hier wieder. Ein Haufen alte Gebäude hat es hier. Auch hier im Jura. Oh, Takeaway, der hat seine besten Zeiten auch gesehen. Auch hier im Jura hat es überall viele leere Häuser. Sieht jedenfalls aus, als wenn sie leer wären. Wieder durch einen Kreisel durch. Und jetzt gibt es 100 Meter Tunnel fahren, wie es aussieht. Licht ist montiert. Hinter jedenfalls, dass man mich sieht. He? Und was sieht man hier? Ein kühler Ort, wo es heiß ist, kann man hier ab. Kann man sich da innen abkühlen. Oder wie schon erwähnt, bei der anderen Etappe, wenn es mal schifft, ist das eine Option zum Einstehen. Keine Frage, schön hier zum Fahren. Aber es gestaltet sich schwer, wenn das da durchs Gebirge zwischendurch geht. Irgendwo einen Schattenplatz zu finden. Oh, jetzt, wo ich davor rede, ich glaube, ich gehe mal dahinter schauen. Also, mein Weg geht nachher hier weiter. Da ist nämlich schön Wasser überall. Oh, ich habe meinen Platz gefunden. Ich habe halt eine spezielle Vorstellung, was der Platz angeht. Ja, vielleicht nicht nur dort. Ich würde gerne im Schatten hocken, dass es mir nicht zu heiß wird, dass ich auch Kiel habe. Ich würde aber nebenan Sonne haben, dass ich dort zocken und die Schuhe anstellen kann, zum Trocknen. Und wenn natürlich noch Wasser in der Nähe ist, wie hier. Das ist der Problem. So, gegessen, getrunken, Wasser brauche ich wieder. Ich bin wieder unterwegs. M31 und eine Nummer 8. Das ist ein Bus, der hier fährt. Ein Restaurant. Die Tür ist offen. Ob das Restaurant offen ist, ist eine andere Frage. Immer schön im Gewässer entlang. Und gerade hinten dran war noch eine Wandertafel. Ich kann nur sagen, gigantisch. Es ist noch viel mehr Spannendes, Interessantes gesehen hier. Boah, schaut mal das an. Die Landschaft. Das muss ich euch einfach zeigen. Das, boah, ist das gigantisch. Die Spalte da zwischendrin. Und nebendran, dort, es sieht aus, als wenn man probiert, die grosse Felswand abzustützen. Da scheint auch irgendwo Wasser herzukommen. Da läuft Wasser ab, aber da ist alles nass. Seht ihr hier, wie das Wasser fließt. Und das ist noch nicht alles. Hier zeige ich euch noch etwas Schönes. Schaut mal das an. Da fließt auch irgendwo Wasser ab. Ja, so schnell ist man bei der nächsten Ecke, bei der nächsten Kurve, gerade wieder im Dorfzentrum. Ich habe gerade das Velogeschäft gesehen, das ist auf dem Weg, wenn wir durchfahren. Irgendwie möchte ich hinten etwas mehr Luft drin haben, es ist etwas zu wenig Luft drin. Mit dieser Pumpe, die ich habe, kann man nicht so gut pumpen. Eigentlich haben sie zu, weil ich da jemanden gehört habe. Ich glaube, ich kommt noch von Luftpumpe. Er hat gesagt, ich muss einen Moment warten. Ich habe kein Französisch, aber kein Deutsch. Warten wir mal ab. Zwei Bar oder wie viele Dinge. Weil es ist mir schon komisch vorgekommen, wenn ich bergab gefahren bin so schnell. Es ist wie geschwommen. Das heisst, ich habe jetzt Luft bekommen. Ich darf selber davon halten, was ihr wollt. Zwei Stutzwellen zum Luft reinlassen. Hauptsache ist Luft drin. Ich gehe geradeaus durch den Kreisel in diesem Fall. 54 geht rechts. Jetzt sind wir gerade an zwei Einkaufsläden vorbei. Einer vorher, links. Hier jetzt gerade rechts.
dann noch die Möglichkeit auf der Strecke direkt etwas zu kaufen. Und weiter vorne sehe ich wieder einen Einkaufsladen und eine Tankstelle, wahrscheinlich noch mit Job. Da habe ich genug Möglichkeiten, um etwas zu besorgen. Dort an der Laterne ist eine Tafel, die sagt geradeaus. Da bin ich nicht sicher, ob das geradeaus ist oder das. Dann habe ich da vorne gesehen, Velo-Umleitung nach rechts. Dann bin ich trotzdem nicht rausgekommen und habe auf die App geschaut, warum ich hier rechts muss. Weil hier auch Auto und alle hinten fahren. Nach Biel ist hier nämlich gesperrt. Gemäss App haben sie weiter vorne, weiter vorne eine Umleitung. Stellt euch vor, top, da ist sogar die Umleitung auf der App drauf. Das heisst, ich darf hier geradeaus, weil irgendwie da vorne wird ich nach rechts geführt. Dann frage ich mich aber, warum sie hier anschreiben, dass man hier schon mit dem Velo rechts muss. Es funktioniert also immer noch nicht sehr hundertprozentig, aber ja. Okay, ich würde einfach sagen, die Tafel ist entweder ungünstig platziert oder ein bisschen doof zu verstehen, wo sie durchgeht, weil da vorne ist wieder die Umleitungstafel und zeigt es hier nach rechts. Das heisst, dort hinten haben sie Wellen, dass man da hochfährt. Aber ich habe das so gedeutet, dass ich dort rechts muss. Ja, im Kreisel fährt man ja nicht links im Gegenverkehr aus, keine Ahnung. Wunderbar, die Umleitungstafel steht da. Die sagt hier durch. Ihr seht, dass ihr nicht seht, wo es hingeht. Es geht bergauf. Und recht. Das heisst, ich werde euch fast nicht zeigen hier von der Umleitung, weil dass ja auch nicht der Weg ist, der offiziell hier würde gehen. Ich weiss ja nicht, wie es im anderen Weg aussieht. Wir sind froh, wenn wir nicht da durch müssen. Puh. In meiner zweiten Tag-Velotour ist das bis jetzt der steilste Anstieg. Lego mio, Katastrophe. Und dort oben geht es weiter. Ich kann schnell mal anhalten. Puh. Schnell nachschauen. Es geht permanent bergauf. Mega anstrengend, weil es einfach wirklich nur im Rufen geht. Nie gerade bis jetzt. Und im Kreisel, wo ich mal etwas erzählt habe, wie es dort, wo ich das Wasser geholt habe. Ich habe zum Glück keine Wasser geholt. Ich habe Flaschen dort unten gefüllt. Die Springbrunnen, da, die drei Wasser, die rausgekommen sind. Als wenn ich es geahnt hätte, ich sage es ja, mein siebter Sinn. Dort sind wir bei 546 Meter gewesen. Und offen geht die Umleitung bis auf, wo habe ich es jetzt gesehen? Ich kann es selber rechnen. Bis auf 849 Meter und dann sieht es aus, als wäre es erst wieder runtergeht. Und das heisst, bis dort oben, wo es hingeht, das ist etwa die Hälfte von der Umleitung. Und ich habe von dieser Strecke habe ich so viel. Boah. Was war unten durch gewesen? Wenn keine Umleitung gefahren wäre, wäre es nur auf 691 offen. Es wäre deutlich flacher gewesen unten. Da geht es wahnsinnig offen die ganze Zeit. Schade, jetzt muss ich einen Umweg fahren mit weiteren Steigungen, die ich länger brauche. Wegen dem Übernachtungsplatz. Ja, noch. Und das am zweiten Tag. Am Anfang schaue ich doch ein bisschen drauf, was ich plane. Da war noch keine Umleitung. Ich kann mich nicht erinnern. Da schaue ich, dass am Anfang nicht so viele Steigungen drin sind. Da oben gibt es ein Bänkchen und einen Tisch. Und dort unten steht das Velo. Ich habe gemeint, es wird oben, aber da hinten geht es jetzt runter. Und dann geht es gerade wieder rauf. Ich bin jetzt erst auf 750 Meter. Ich sage nur so viel, ich habe es überlebt. Ich bin jetzt auf dem höchsten Punkt. Wie auch immer das ausspricht. Links ist eben die Wandertafel. Da geht es geradeaus weiter. Und ich gehe jetzt rechts und gönne mir einmal eine wieder eine Cola. Ich trinke das alte Cola. Ja, das ist noch kein Kreisel. Eieiei, wo ist der Kreisel?
Der Kreisel. Jetzt bin ich da, wo meine Etappe die offiziell weitergeht. Dann müsste ich eigentlich hier rechts. Leider ist hier nicht ausgeschildert. Ah, Moment. Ja, ich sehe es. Sorry. Da hinten geht es durch. Da ist 64. Jetzt sind wir wieder auf dem offiziellen Weg. Da sehe ich gerade etwas rumfliegen. Am gleichen Ort findet ihr einen Haufen Bänkchen, Abfallköbel. Nebendran fließt wieder ein Gewässer durch, wo man aber im Moment irgendwie nicht dazukommt. Ich möchte es festhalten, dass es hier solche Rüttelstrasse gibt. Wahrscheinlich irgendwann vielleicht nicht mehr. Eine Langstrecke war es jetzt nicht gesehen, aber da hat es so eine Rüttelstrasse. Das ist ein Bahnhof. Und hier geht es rauf. Pontenet oder so heisst das hier. Uiuiui. Ah, es geht nicht rauf. Ah, es geht nach links, es geht noch nicht rauf. Da muss ich links, da ist Kies auf der Strasse. Gefährlich in der Kurve. Kaputte Strassenkurve. Gerade aus, kommt gerade nicht. Links ein Tankshop, rechts einen grossen Laden zum Einkaufen. Da hole ich mir etwas. Und da haben wir wieder eine Möglichkeit, in Schatten zu stehen oder wenn es regnet, drunter zu stehen. Und ich muss schauen, ob ich richtig bin. Ich habe schon länger keine Tafel mehr gesehen. Da bin ich schon richtig. Ah, übrigens, da hinten ist auch noch mal ein Einkaufsladen von einer grossen Marke. Wer auch immer das ist, aber Samstag, 17 Uhr geschlossen. Ja, es geht tatsächlich da oben zu. Ich glaube, sobald ich bei der nächsten Kurve hier hinten, da kommt eine Linkskurve, geht es nachher auf etwa 800 Meter, 830 Meter rauf. Jawohl, auf der rechten Seite ist wieder ein Signal gewesen, dass ich gerade aus soll. Ist eigentlich bis jetzt genauso ausgeschildert, wie ich euch sage. Wenn ihr noch nicht gesehen, fahrt geradeaus. Und jetzt, ja, jetzt geht es hier rauf. Ich sehe es schon. Die Tafel hinten gesagt 18 km Biel. Zeitlich wird es knapp. Ich musste schon einen Umweg fahren. Aus diesem Grund mache ich es etwas anders. Nein.
sage ich jetzt nicht, der fährt nicht richtig die Route. Doch, ich fahre richtig die Route. Bis Biel. Aber nicht komplett mit dem Velo. Weil die Schweiz Mobil empfiehlt, in einer gewissen nächsten Ortschaft, wo ich ankomme, sobald ich hier oben bin und es einen Abend geht, empfehlen sie, man soll dort den Zug nehmen bis auf Biel. Weil es eine relativ gefährliche, befahrene Strasse ist. Und so wie ich das bis jetzt auch gesehen habe. Und dann ist noch Samstag Wochenende. Jo, Zeit. Ich würde es machen, um zu schauen und euch zu zeigen, aber auch das Zeitliche ist heute ein bisschen. Ja, sonst bin ich zu knapp auf dem Campingplatz. Ich habe bis um 8 Uhr dort sein. Aber es geht dort noch mit ziemlich offen anscheinend. Oder hat das doch gemeint, mit dem, was ich vorher geschwätzt habe? Ja, nur, ihr werdet sehen. Gemütlich, der Waldhof. Wenigstens ist Schatten. Dort möchte ich euch noch etwas zeigen. Schnell auf die andere Seite. Schaut mal das hier unten an. Das scheint mal ein spezieller Ort zu sein. Wahrscheinlich aus dem Ersten Weltkrieg. Hier ist irgendein Poller. Und da hinten ist auch irgendeiner. Und hier geht es geradeaus runter. Geschafft, ich bin oben. Auf der rechten Seite hat es ein Bänkchen gehabt und einen Tisch. Rasanten Abfahrt. Da ist ein Kreisel irgendwann gekommen. Und dann sind wir gerade an einer Wandertafel vorbeigefahren. Da rechts hat es einen Brunnen. Also, das ist der Bahnhof, wo empfohlen wird, bis hier hinzufahren. Es ist jetzt 7 Uhr. Ich habe auf die Karte geschaut, es geht eigentlich nur noch bergab. Jetzt bin ich hier und her gerissen. Soll ich es wagen? Die Strecke fahren? Sonnenuntergang ist 8:30 Uhr, habe ich gesehen. 8 Uhr, dann hätte ich 9 Uhr oder so. Ich will das Zelt nicht im Dunkeln aufstellen, das kommt noch dazu. He? Ich schaue mal, wenn er zurückkommt. Je nachdem muss ich auch lange warten, ist Samstag. Ja, habe ich Kosten für den Zug wieder. Ich schaue mal, es ist schlauer, wenn ich den Zug nehme. Also, noch schnell etwas da hinten. Da gibt es noch eine offizielle Wander-Veloroute von Schweiz Mobil. Da ist auch die Nummer drauf. Wenn wir hier am Bahnhof starten, zeigt sie genau in die richtige Seite an. Also, ich habe mich entschieden, definitiv den Zug zu nehmen. Der nächste kommt etwa in 20 Minuten. 21 kommt er. Er braucht selber auch 20 Minuten. Und es ist nur eine Haltestelle. Also wenn der Zug schon 20 Minuten braucht, dann brauche ich sicher eine Stunde. Das ist mir zu heiss, zu knapp vor dem Zeltplatz zu sein. Ja, deswegen entscheide ich mich hier auch zeitlich, das zu nehmen. Vielleicht sehe ich vom Zug aus die Strecke. Mal schauen. Also, jetzt muss ich noch ein Billett buchen und dann ab mit dem Zug. Ach, vielleicht ist es ja noch interessant zu wissen. Da hinten gibt es einen Snackautomat. Die Frage ist, wie lange das dort steht. Hier gibt es ein Asien-Restaurant. Ich frage, wie lange das hier ist. Sonst habe ich nie gesehen, wo man etwas zu essen kaufen könnte.
oder zu trinken. Okay, ich bin also jetzt im Zug. Das, was will er zeichnen, ist die Tür kaputt, da hätte man nicht einsteigen können. Die Suisse ist auch kaputt. Irgendwie ist im Jura hinten überall alles kaputt. Ach, Remine. Jawohl. Und beim Bahnhof. Beim Bahnhof muss ich dann etwa 4 Stunde zu meinem Übernachtungsplatz fahren. Also, das ist die Route, die man fahren würde können. Also jetzt sieht es nicht weit bewegend aus, dass das irgendwie schwierig war. Jetzt habe ich gerade eine Tafel gesehen, wo gestanden ist, man soll das Velo schieben. Ja, jetzt sehen wir nicht mehr. Der Wagen geht irgendwie den Veloweg durch. Also ich sehe hier nichts Gefährliches. Boah, das fuchst mich, dass ich nicht gefahren bin. Ja, das war es dann mit dieser Velotour. Ich bin schon wieder unterwegs und mache einen Absag, ein Verabschieden beim nächsten Tag. Irgendwo dort hinten im Wald befindet sich auch mein Campingplatz. Wunderbar, bin ich zufrieden. Also, das war es dann von gesehen. Bleibt gespannt und neugierig auf den nächsten Vorschlag, wenn die Route weitergeht mit einer weiteren Etappe. Bye bye!